So, und damit herzlich willkommen zu einem, ja, ich sag mal, ganz neuen Projekt. Aber ich glaube, ich muss einmal die Musik ein bisschen leiser stellen. Kleinen Moment. So, damit man mich hier ein bisschen besser verstehen kann. So. Das ist sowieso erstmal eine kleine Testaufnahme. Jetzt muss ich erstmal ein neues Dings hier erstellen. Moment. Erzeugen. Gib einen Namen ein. Nehmen wir hier mal Kegel LP, weil das nämlich jetzt ein ganz neues Let's Play hier auf meinem Kanal wird. Vampire Saga Büchse der Pandora. Ich hoffe mal, es ist der erste Teil. Also ich habe jetzt nicht nachgeguckt. Das war nämlich das Projekt, was ich mal in einem Livestream gestartet habe. Und ich will jetzt einfach mal versuchen, das auch als Let's Play zu machen. Wie gesagt, willst du nur eine ganz kurze Testaufnahme, um einmal zu hören, ob alles richtig eingestellt ist. Und wisst ihr was, ich höre mal ganz kurz rein. Ich bin gleich wieder da. So, ihr kleinen Knödels, da bin ich auch schon wieder zurück. Und wir starten jetzt dieses wunderschöne Wimmelbildspiel. Mal gucken, was daraus wird. Boston 1950. Manchmal können die kleinsten Dinge dein Leben auf den Kopf stellen. Aha. Ja. Achso, ja, man sollte die Maus klicken. Was könnte gewöhnlicher sein als ein Telefonanruf? Ja, da sollte man einfach rangehen und gut ist. Jedoch ruinierte dieser Telefonanruf mein Leben. Das ist schlecht, dann hättest du doch nicht rangehen sollen. Tyler Ward, es klingelt immer noch. Ty, du musst sofort zu mir kommen. Schnell, ist dringend. Ich komme vom Klo nicht runter. Großvater? Warum so dringend? Was passiert? Habe ich gerade erzählt. Er kommt nicht vom Klo runter. Ich habe sie getötet. Zumindest ist das, was ich denke. Ja. Du hast jemanden getötet? Ja, normal. Der hat eine Fresse zum Reintreten. Warum rufst du dann nicht die Polizei an? Ich bin mir im Moment bei gar nichts mehr sicher. Ich werde noch verrückt. Bitte komm schnell und hilf mir. Ja, ja. Ich bin auf dem Weg. Hat aufgelegt. Großvater, was hat er getan? Tja, das möchte ich auch gerne wissen. Mantel schnappen und ab die Post. Danke! 301 North End. Das ist Großvaters Butze. Ist ja cool. Ja. Alle nützlichen Informationen werden in deinem diesem Notizbuch notiert. Aua. Großvaters Anruf hat mich beunruhigt. Seiner Stimme nach zu urteilen, weiß er, was passiert ist. Ich habe mir sofort ein Taxi genommen und bin zu ihm nach North End gefahren. Hat er wirklich jemanden getötet? Das wissen wir noch nicht, das finden wir jetzt erstmal raus. Untersuche die leuchtenden Orte, um deren Geheimnis zu ergründen. Ja. Okay. Achso, verdammt, das habe ich falsch ge... Naja, egal. So. Was müssen wir alles finden? Ein Bücherstapel, Handschaufel, Schlagstock. Können wir noch mal gucken. Also, hier ist schon mal der Bücherstapel. Handschaufel, Schlagstock. Das könnte aber der Schlagstock sein, genau. Handschaufel. Die meisten werden jetzt bestimmt sagen, oh Kegel, ich sehe es schon längst. Ja, aber trotzdem, ich bin ja ein bisschen noobig in so einem Spiel. Gebe ich auch gerne zu. Seil, Eimer, Zange. Da ist der Eimer. Da ist die Zange. So, jetzt brauche ich noch das zweite Seil. Wo könnte denn hier noch ein Seil sein? Ist das? Tatsache, cool. Stein, Vase, Löffel. Ich löffele mir auch gleich ein. Stein, Vase, Löffel. Da ist eine Gabel. Das ist schön. Ach, der Löffel ist da. Ist das eine Vase? Nein. Ah, das ist eine Vase. Ha! Sehr schön. Und dann noch ein Stein. Könnten hier ein Stein... Ach da. Nehmen wir den so lange. Okay. Schlüssel, zwei Bälle, Kompass. Da ist ein Ball. Ach so, zwei Bälle. Dann ist das der zweite. Schlüssel und Kompass. Da ist der Schlüssel. Jetzt brauchen wir nur noch den Kompass.
Da ist er! Ha. Du hast einen Gegenstand gefunden, der später nützlich sein wird. Ein Stein. Toll! Den hätte ich auch so mitnehmen können. So. Kleinen Moment mal eben. Gut, das sind die. Ich muss das mal ein bisschen leiser stellen. Ansonsten kriege ich hier echte Zustände. So, also wir können jetzt hier die Tür noch weiter untersuchen und dann einmal hier. Ich werde es nicht riskieren, im Dunkeln dort mein Handy hineinzustecken. Warum denn nicht? Gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal hier den Stein für benutzen. Hab's kaputt gemacht! Und ich habe Licht angemacht. Mir ist eine Lampe aufgegangen, also Licht, also. Naja, egal. So. Es sieht aus, als hätte jemand das Kabel zerschnitten, welches das Haus versorgt. Echt? Ich dachte, es versorgt das Haus nur mit Strom, aber egal. So, verschlossen. Ich habe keinen Schlüssel. Dann dreht die Tür ein. Hast du keine Probleme. Hm. Haben wir denn noch irgendwas, was ich anklicken könnte? Oh, was haben wir denn da? Moment, kann ich so vielleicht die Tür aufknacken? Benutze die Maus, finde die richtige Kombination, um das Schloss zu öffnen. Ach so geht das, ja gut, okay. Ach, das geht sogar auf Zeit, na bravo. So, was ist das denn? Großvater hat vernünftigerweise die Tür verkettet. Es sieht aus, als hätte er sich zu Tode erschreckt. Hallo, er hat jemanden getötet. Also hat er sich nicht zu Tode erschreckt, sondern die andere Person. Aber mich fragt ja keine Sau. Hallo, ich bin da. Meine Tür auf, bitte. Großvater öffnet die Tür nicht. Ich muss einen anderen Weg finden, um mal reinzukommen. Ja, die Tür ist ja halb schon auf. Also, wir könnten uns da ja eigentlich durchquetschen. Aber so blöd bist du. Also, du bist ja nicht so schlau und gehst da durch. Naja, egal. So, es leuchtet jetzt hier vorne schon wieder. Schon wieder dasselbe Simmelbild. Jawohl, Simmelbild. Alter, ich bin durch. Und das zu Anfang dieses Projekts. So, wir brauchen einen Koffer. Das ist kein Koffer. Gut, dann ist das der Koffer. Dankeschön. Brille, Feder, Säge. Das ist die Säge. Eine Brille. Könnte auch eine Klobrille sein. Man weiß es nicht, aber es ist eine normale Brille. So. Eine Feder vom Jäger. Gott, was rede ich eigentlich für einen Scheiß? Ist das die Feder? Das ist die Feder. Feuerlöscher, Brecheisen, Schaufel. Also muss es eine große Schaufel sein, weil das ging ja gerade nicht. Hm. Das ist auf jeden Fall das Brecheisen. So, ach siehst du, was mir jetzt hier gerade einfällt. Ich glaube, mit dem Feuerlöscher hatte ich letztes Mal derbe Probleme, den zu finden. Ich will jetzt auch nicht viel wild hier rumklicken, weil ich glaube, das geht dann sonst hier auf die Psyche von diesem Typ, den wir hier gerade spielen. Fächer, Spinne, Bohrer. Ich hasse Spinnen. Da ist die Spinne. Dann brauchen wir noch einen Bohrer. Zum Nasebohren. Wieso habe ich da jetzt angeklickt? Gott, ich bin durch. Bin so durch. So. Ich dicke wie wild um mich. Das ist keine gute, Gedings. Da ist der Fächer. Den haben wir auch schon mal. Faden, Bohrer, Feuerlöscher. Einzelner Faden. Wo könnte denn hier ein Faden sein? Ich sehe leider keinen Faden. That is a very big shit problem hier.
Das ist ja ein Seil, genau wie das hier vorne. Das hatten wir ja vorhin auch schon. Gut, das ist die Schaufel. Ein Feuerlöscher sehe ich jetzt hier nicht. Bohrer und Faden. Wo könnte denn hier noch ein Bohrer liegen? Die meisten haben es bestimmt jetzt schon gefunden, aber ich leider nicht. Ich möchte auch nicht so gerne hier so einen Tipp einsetzen. Das ist ein bisschen verzwickt. Faden, Bohrer, Feuerlöscher. Tja, wo könnte denn hier noch ein Faden sein? Das Ding hier oben ist es ja auch nicht. Aber wenigstens läuft hier im Hintergrund schöne Musik, die auch gut in das Spiel mit einbezogen wird. Aber bin gerade ein bisschen ratlos. Das ist eine Lampe. Ja gut, das kann auch nicht sein. Ha. Das ist ein bisschen verzwickt. Das sind immer noch drei Sachen, die ich finden muss. Der Bohrer, der muss doch hier auch irgendwie zu finden sein. Okay, ja, komm, hey, also, ne? Ich halte mich da raus. So, Faden und Feuerlöscher. Das Problem ist auch, ich sehe hier gar keinen Feuerlöscher. Ich glaube, da hatte ich schon im Livestream Probleme, den hier zu finden. Ha. Was haben wir da? Okay, das... Was? Das, ach, da war der Feuerlöscher. Ja gut, okay. Hä? Ist in Ordnung. Ich will gar nicht wissen, wie lange ich jetzt hier an diesem Wimmelbild schon wieder festsitze. So, wir brauchen jetzt noch diesen verkerkten Faden. Ich dachte eigentlich, dass das hier der Faden ist, aber das ist er ja nicht. Ja gut, dann wird das wohl doch nichts hier mit den